Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rinico. Hier heute mit dem Ausblick am Leverkusen-Stadion gegen Leverkusen, unser nächstes Spiel. Und wir reden ein bisschen darüber nach der Begrüßung. Ja, Männer, gerade eben noch an der Bayer Arena gewesen, jetzt schon hier. Nee, Quatsch, geht natürlich gleich weiter mit dem Ausblick. Ich möchte nur zwei, drei Sachen einmal kurz sagen vorab. Ich bin gerade erst wieder reingekommen, also reingestürmt, direkt jetzt hier vor die Kamera gesetzt. Zwei Infos. Einmal, es gibt ein weiteres Video auf meinem Zweitkanal, als Entschuldigung, dass ich jetzt heute so ein bisschen spät dran bin. Und zwar Abschiedskampf heute Abend. Ne? Ah, Hertha, ihr wisst Bescheid, rübergehen auf dem Zweitkanal. Erster Link in der Videobeschreibung, da das Video unbedingt auch abchecken, ganz, ganz wichtig. Da sind wir ja auch Road to 1K, also sehr interessante Nummer. Und hier auf dem Kanal auch weitere wichtige Infos. Heute Nachmittag Livestream, je nachdem ab 4:30. Wir müssen mal schauen, je nachdem wie viele Ideen jetzt hier unter dem Video auch kommen. Ich möchte ein Hashtag Endspiel hier reinkriegen. Also einfach Hashtag Endspiel in die Kommentare und dann geht's auch gleich los mit dem Film. Wundert euch wie gesagt nicht über den Wind und Stürmen und sonst was. Ton ist manchmal ein bisschen schwierig gewesen, aber trotzdem viel Spaß beim Ausblick auf Leverkusen. Wir drücken alle die Daumen und wir sehen uns später im Livestream und gleich auf dem Zweitkanal. Ciao. Oder Film ab. Ja, meine Freunde, das erste von drei Endspielen ist da. Leverkusen, dann kommt Augsburg, dann Gladbach. Egal gegen wen wir jetzt spielen, wir müssen versuchen zu punkten. Ich habe gesagt, ich glaube 4 Punkte reichen, um in der Liga zu bleiben. Das ist so meine Prognose in diesen letzten drei Spielen. Für mich ist Augsburg das Spiel, was wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Und wir müssen gucken, dass wir gegen Leverkusen oder Gladbach einen Punkt holen. Die Mannschaft muss natürlich gegen jede Mannschaft versuchen, 3 Punkte zu holen. Ist klar. So, das heißt, auch gegen Leverkusen werden wir versuchen müssen, einen Dreier zu holen. Denn wir wissen auch nicht, wie viel es noch für Gladbach am letzten Spieltag geht. Heißt, es wird nicht unbedingt einfacher. Jetzt kommt gerade viel Wind. Ich weiß nicht, ob man das so hört. Auf jeden Fall müssen wir gucken, dass wir da halt eben diese 3 Punkte holen. Gegen Augsburg definitiv und gegen Leverkusen hat alles versuchen. Ja, was glaube ich, wie geht das Spiel aus? Ich glaube, dass Leverkusen eine sehr, sehr starke Mannschaft ist, die so einen kleinen Bruch erlitten hat in der Hinrunde gegen eben Bayern. Hätten die das Spiel gewonnen, wäre das Ganze, glaube ich, nochmal ganz anders ausgegangen. Also die ganze Saison wäre vielleicht anders verlaufen, als wie sie jetzt ist. Trotzdessen muss man auch sagen, Leverkusen hat halt manchmal auch so Spiele drin gegen schwächere Teams und wir sind halt nun mal. Jetzt kommt gerade nochmal mehr Wind. Moment. Ich versuche es einfach trotzdem. Wind ist auf jeden Fall komplett da gerade. Ja, gegen schwächere Teams sieht Leverkusen manchmal eben auch einfach nicht so gut aus. Und darauf müssen wir so im Prinzip hoffen. Ich weiß, hört sich doof an, ist aber so. Heißt, ja, wir müssen hoffen, dass Leverkusen vielleicht einen schlechten Tag erwischt. Eben dieses typische Leverkusener Spiel, dass man da gegen schwächere Teams auch schwächer auftritt. Das würde ich sofort nehmen an der Stelle. Und wir müssen selber schauen, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Und da eben voll drauf ankämpfen. Also unsere Hausaufgaben selber zu machen, ist halt die wichtigste Sache überhaupt jetzt gerade. Mein persönlicher Tipp gegen Leverkusen ist, dass wir am Ende 2:2 vom Platz gehen werden. Würde ich sofort so nehmen. Zur Aufstellung würde ich persönlich aufstellen mit einer Viererkette, wie auch gegen Leipzig nominell. In dem 4-3-3 würde ich, glaube ich, spielen. Und zwar von rechts nach links Theodoribus Selassie. Dann eventuell, wenn er dann bis dahin wieder fit ist, immer Toprak. Links daneben Friede, nächster Verteidiger Ludwig Augustinsson. Davor auf der 6 Groß, den man eigentlich momentan gar nicht mehr wegdenken kann. Und auf den 8er Position Maxi Eggestein und auf der linken 8 eben Kevin Möwald. Wo ich auch hoffe, dass Möwald jetzt so ein bisschen Leidenschaft reinbringt. Weil er hat ja auch so diese Grundmentalität und dann das Umschaltspiel halt ankurbelt. Vorne drinne würde ich gehen mit Rashica und Sargent auf den Außen, insofern auch Rashica wieder dabei ist. Und vorne in der Mitte Davy Selke als absoluter Antreiber, Mentalitätsmonster. Das, was er im DFB-Pokal gezeigt hat, will ich jetzt auch gegen Leverkusen wiedersehen. Füllkrug würde ich rausziehen, würde ihn dann später bringen. Da weißt du auch, was du bekommst, da weißt du, was du hast. Und vielleicht ist er für so einen Lucky Punch gegen Leverkusen auch gut. Würde ich einfach probieren. Ja, das wäre so meine Aufstellung gegen Leverkusen. Wie es dann am Ende sein wird, werden wir sehen. Aber das wäre so meine persönliche Aufstellung. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Letztendlich ist eigentlich auch da wieder, das werden wir in den letzten drei Spielen jedes Mal sagen müssen, egal wer spielt, Fakt ist, du musst den Arsch aufreißen, du musst da Punkte holen und ja, das ist auch im Prinzip schon die halbe Devise sozusagen.
Ich hatte ja gestern schon ein Video aufgenommen gehabt am Platz. Wie gesagt, es ist halt hier, beziehungsweise es ist halt für mich gerade eben gewesen, aber für euch gestern gewesen. Aber es ist halt hier so ein bisschen blöd, weil es extrem windig, extrem stürmisch ist. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das vom Ton her so später nehmen kann. Und ja, irgendwie sei uns das alles hier heute nicht gegönnt. Was soll ich machen? Aber ja, ich hoffe, euch hat der Ausblick trotzdem gefallen. Ansonsten habt ihr mich wahrscheinlich im Wohnzimmer wieder gesehen. Und ja, dann bis dahin, euer Nico, ciao.